So. Also nach der Laudatio von Siegfried Krebs und dieser Einlage von Attila Kapocsai. Ich habe es bemerkt, die hat, glaube ich, allen sehr gefallen, ist auch sehr lebendig. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Kommen wir jetzt zu dem, weswegen du eigentlich nach Augsburg jetzt gekommen bist, nämlich der Verleihung des Preises. Und da darfst du, liebe Ingrid, jetzt mal herauskommen, nämlich wir haben hier Dienste, frühere Bundesvorsitzende der Jungdemokraten, SPD-MDB, für ihre Verdienste als Vorkämpferin für die politische Trennung von Staat und Kirche. Ich glaube, es trifft das sicherlich ganz besonders gut. Und ja. Michael, komm her. Hast du mir doch gesagt? Ja, ich komme. Okay, darfst du schon mal halten. Ja, wunderbar. Ja, bestimmt. Ja, etwas zunächst, ich weiß nicht, was ich als erstes hier überreichen soll, das ist jetzt nur symbolisch. Ich meine, du kennst das ja jetzt als ehemalige Vorsitzende einer Bank, wie das so ist. Ne? Die Schecks sind zwar riesengroß, Feuerbachpreis 2016. Wir können jetzt nur noch hoffen, dass die Politik deines Spätzels Draghi nicht die Inflation so fördert oder den Geldfluss, dass es bald immer so arg viel wert ist. Da müssen wir natürlich dafür sorgen. Und damit es aber, damit wenigstens noch ein Wert bleibt, darfst du es mal vielleicht selber halten, habe ich hier noch etwas anderes. Das ist nun allerdings fast ein Unikat, es wurde jetzt wird zum fünften Mal verliehen. Diese Medaille ist aus Gold, wenn auch mit leichtem Silbergehalt. Vorderseite und für Geistesfreiheit und auf der Rückseite. Das, was ich dir schon gesagt habe, willst du Gutes tun, dann tue es für den Menschen. Das ist ein Bürgerrecht. Jetzt nur noch zwei lebende Personen. Also, das wird bleiben, selbst wenn dieses Papier mal an Wert verliert, das wird eher an Wert verlieren. Okay, das kriegst du also als Dauer. Lieber Gerhard Ramm, lieber Siegfried Krebs, natürlich auch lieber Michael Metzalomon und auch lieber Attila, ich bin einfach platt.
platt, weil ich das nicht so erwartet habe. Man freut sich natürlich, wenn man Gutes hört, aber Siegfried hat wirklich noch viele ausgegraben, die nicht so präsent waren. Insbesondere dieser erste Zehnte. Der erste Zehnte war für mich auch bedeutsam. Am 1.10.1982 habe ich meinen Vorsitzenden Finanzausschuss wiedergegeben, meine Vorstandstätigkeit in der FDP. Das ist der Tag, an dem Herr Dossett gestürzt wurde. Aber die übrigen Beispiele zum 1.10. waren mir nicht mehr präsent. Übrigens ist die Tatsache, dass ich damals beim Bundestagsmandat widerlegt habe, einer der Gründe dafür, dass ich bis zum Schluss, auch bis heute, ganz gutes Verhältnis zu einzelnen Personen in der FDP habe, weil die immer gesagt haben, die gibt ihr Mandat wieder, die ist jetzt da, wo sie hingehört, in der SPD, dann musste man das ja auch begründen, aber ich war eine Sozialliberale und bin es auch, und von daher habe ich auch mit Lindner etwa gesprochen, ich sage, du liebe Güte, warum nimmt ihr nicht endlich dieses Alleinstellungsmerkmal, wer hat das denn sonst noch, der freien Kirche im freien Staat und benutzt das, um damit auch die zu vertreten, die in diesem Lande keine Vertretung haben. Er war da nicht so ganz zugänglich, aber man kann ja noch hoffen, dass sich etwas tut. Ich bin deswegen so begeistert, weil diese Stimmung heute Abend, man wird ja manchmal müde, ich bin 71 und dann manchmal wieder mal Rückenschläge, das passt dann nicht alles, so Nackenschläge. Und diese Stimmung ist nach vorne gerichtet. Dazu gehört auch deine Musik, Attila, die mich sehr beeindruckt hat. Und weil das letzte Jahr darum geht, wie war das in Franco und wie war das im Spanischen Bürgerkrieg, das erinnerte mich daran, dass wir zum Beispiel das Konkordat in Deutschland noch haben. Also ich sage das jetzt als Abschweifung, ich habe mir natürlich was vorher noch überlegt, aber Abschweifung ist ein schönes Wort. Es gab ja mehrere Konkordate mit Faschisten. Mussolini, Salazar, Portugal, Franco, Spanien und eben auch wir. Alle drei anderen sind entweder aufgehoben oder total so zurückgefahren, dass das Faschistische weg ist. Nur die Deutschen haben bis heute dieses Konkordat. Und es gibt Leute in der Politik, die erfrechen sich nicht, diese Artikel aus dem Konkordat auch nur zu zitieren. Ich will das mal als Beispiel nennen. Ganz zu Beginn kam hier ein Besucher zu mir und sagte, wie ist das eigentlich mit den Staatsleistungen? Die Staatsleistungen sollen ja abgelöst werden. Das steht in Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung und es wurde ja schon darauf hingewiesen, diese Kirchenartikel der Weimarer Reichsverfassung sind inkorporiert worden ins Grundgesetz. Das gibt es sonst gar nicht. Da steht das da drin, 1919, die Staatsleistungen sind abzulösen. Das ist bis heute nicht geschehen. Die Kirchen sagen, ja, wenn ihr das wollt, dann tut das, aber das sind im Jahr etwa 500 Millionen, also mindestens 10 bis 15-fach müssen wir da eine Einmalzahlung machen. Jetzt kassieren die seit 1803 folgende Gelder für Enteignungen und dann wird das noch in der Verfassung niedergelegt, jetzt wollen sie noch Einmalzahlung. Die Einmalzahlung kann nur Null bedeuten. Und so, ja. Nicht der Linken, aber das rechne ich den ganz hoch an, dass die Linken im Bundestag dieses Thema zum Thema gemacht haben, auch einen Antrag gestellt haben und dieser Antrag wurde behandelt im Plenum. Nur mal die paar Abschweifungen, damit Sie so den Alltag kennenlernen. Also ich war gar nicht mehr im Bundestag und wenn man im Bundestag, wenn man eine Rede vorbereitet hatte, dann wollte man die ungern nach einem Papierkorb schmeißen. Es kam also mal vor, Mitternacht, alle sind müde und dann beschloss man gemeinsam, wir geben unsere Reden zu Protokoll. Dann sind sie für die Geschichte festgehalten, aber sie wurden dann um Mitternacht oder 1 Uhr nachts, Haushaltsdebatten waren ja auch spät in der Nacht, waren sie dann nicht verloren. An einem, ich glaube Freitagmorgen, so gegen 11, war die Debatte im Bundestag. Und da lese ich zu meiner großen Überraschung, dass da steht, von den ungefähr 12, 13 Rednern, dass mehr als die Hälfte ihre Rede zu Protokoll gegeben haben. Da denke ich, was ist das denn, morgens um 11? Und dann stellte ich fest, warum im entsprechenden Dom in Köln wurde eine Erinnerungsmesse gehalten für das Zurücktreten des deutschen Papstes. Und allein 7 Redner, die auf der Rednerliste waren vom Deutschen Bundestag zum Artikel 138, haben sich verabschiedet, haben zu Protokoll gegeben und waren in der Kirche. Und alle dieser, die doch das zu Protokoll gegeben haben, hat eben auch gesagt, das ergebe sich
aus dem Reichskonkordat. Und da habe ich, wo sind wir denn hier abgeblieben? Hat die CDU-Politikerin gesagt, die hat sich tatsächlich vor wenigen Jahren auf das Reichskonkordat berufen. Also hier haben wir noch eine Menge zu tun. Und die Stimmung hier heute Abend bestärkt mich darin, auch wenn es manchmal mühselig ist, so weiterzumachen. Ich fand ganz gut, dass so oft das FDP-Kirchenpapier genannt wurde. Denn dieses heißt freie Kirche im freien Staat. Und das zeigt, insbesondere durch die beiden Hauptmatadorinnen, das waren diese Funke und ich, es arbeiten immer ganz viele mit, mein Mann hat mitgearbeitet, das ist eine ganz mühselige Geschichte. Es gibt darüber mittlerweile eine Promotionsarbeit, nicht Promotion, das nächste, die nächste. Ja, Habilschrift, danke. Ganz, wie viele Sitzungen und die hat die ganze Protokolle, also viel, viel Arbeit. Aber auf dem Parteitag haben zwei Frauen das durch den Parteitag geschoben, gezogen, argumentiert. Frau Funke und ich, warum sage ich das? Weil mir ist ja bekannt, Frau Funke war damals Mitglied der EKD. Das heißt, eine EKD-Frau konnte mittragen alle diese Forderungen, weil sie sagte, es geht nicht nur um den freien Staat von der Bevormundung und Schienen, sondern auch um die freie Kirche, denn die gewinnt an Freiheit, wenn sie nicht so eng verbandelt ist. Die Verbandung sieht man ja schon da, wenn ein neuer Bischof im Lande erscheint, dann muss der zur Hannelore Kraft oder zu Manu Dreyer und dann wird der eingewiesen, schüttelt die Hand und sagt, ohne deren Zutun, ohne deren Ja, wäre der nicht Bischof. Stelle man sich mal vor. Das dazu. Und dann hast du auch Abzweifungen, lieber Gerd Ramp, hier vorgestellt, den Michael als Chef-Atheistin und dann korrigiert zu Chef-Agnostiker. Ich halte das für wichtig, weil ich würde auch immer mal gefragt, weil die Menschen, ich merke das immer wieder, zu Atheismus sind sie doch so ein bisschen, so wissen sie nicht recht. In Amerika ist das ein Stichwort, Atheist, sage ich das auch ganz bewusst, weil viele Leute finden mich sonst ganz gut und sie sagen, ja, wenn die Atheisten sind, ist es nicht ganz so schlimm. Ne? Dabei ist es ganz einfach. Was heißt es für ein Atheist? Das heißt schlicht und einfach, ich glaube nicht an Gott. Mehr heißt es nicht. Ich bin aber zugleich Agnostikerin. Denn ich bin der Ansicht, dies ist meine Meinung, aber im Unterschied, das hattest du, glaube ich, einer von euch beiden auch erwähnt, setzen wir diese Meinung nicht absolut. Bis heute ist zwar keinem gelungen, den lieben Herrgott nachzuweisen, aber wenn das wirklich mal passieren sollte, was ich nicht mehr erwarte, dann bin ich die Erste, die sagt, wir sind die, die sagen, es gibt keine absolute Mehrheit, keine absolute Wahrheit, keine absoluten Wahrheiten. Und etwa Popper, die Feinde der offenen Gesellschaft und dein neues Buch über Toleranz, das zeigt, da wäre ich bereit zu sagen, okay, ich erkenne an, dass andere das andere. Wenn man also so will, bin ich eine agnostische Atheistin oder eine atheistische Agnostikerin, das könnt ihr euch selber, das können Sie sich alles aussuchen. Wenn man zu Feuerbach spricht, dann gebe ich zu, dann weiß man so, was der gemacht hat und dass er ganz wichtig war für diese Bewegung. Weil ich gebe zu, das Wissen, dass ich heute Abend diesen Preis bekommen habe, wie war, ich habe nochmal tüchtig rumgelesen und insbesondere möchte ich denen, die es interessiert, empfehlen, das Beiratsmitglied Matthias Jung hat eine sogenannte blaue Reihe, so wichtige Philosophen. Und da ist Ludwig Feuerbach vertreten und das liest sich, das ist, muss ich ja immer sagen, er kann Philosophen und philosophische Texte besser und schneller lesen als ich, mein Mann übrigens auch, ich tue mich mit juristischen Texten etwas einfacher, aber das ist sehr locker geschrieben und sehr überzeugend und macht richtig Spaß. Denn ich bedanke mich sehr für die Anerkennung und die Ehre, die mit diesem Kreis verbunden ist, übrigens auch mit dem Geld. Ich würde mal vorschlagen, dass ich so, und mein erster Gedanke, das muss ich natürlich erstmal versteuern. Aber dann werde ich, es gibt ja Leute, die meinen, so bestimmte Dinge müssen wir nicht versteuern, aber das werde ich dann gleichmäßig aufteilen auf diejenigen, die hier als Verbände tätig geworden sind. Ich sage jetzt mal spontan, BFG, da kriegt dann teilweise zurück, das ist ganz gut so. Also KG, IPKA, GBS und auch HVD. Und HVD ist manchmal ein bisschen schwieriger, aber der hat doch mitgekämpft, etwa beim Rundfunkrat. Da kennt man den säkularen Humanisten Feuerbach, aber wenn man sich da mal einliest, dann wird mir klar, was mir nicht klar war, welche enorme Bedeutung dieser Mann und seine Tätigkeit, seine Schriften im der ersten Drittel, dann in der Mitte des vorletzten Jahrhunderts hatten. Das ist ja geradezu unglaublich.
was er insbesondere in dem Buch Das Wesen des Christentums alles sich vorgenommen hat, in der Philosophie, in der Theologie, Kirche, Staat, Religionskritik, Gesellschaftspolitik, bis ins Politische hinein, das hattest du erwähnt, Gleichberechtigung von Mann und Frau, ja unglaublich, Bildung auch für Mädchen, das hat diese Menge getan. Ich brauche die Biografie hier in Augsburg nicht weiter zu vertiefen, das ist so, für mich als Nordling ist also Nürnberg und Augsburg ist so gleich um die Ecke. Zuerst, als ich in der Bank in Frankfurt war, war mir eigentlich klar, dass da im Süden auch noch was ist, die noch ein Schwelen meint. Aber ein paar Teile möchte ich doch schon noch mal sagen. Gott war mein erster Gedanke, hat er gesagt. Die Vernunft mein zweiter, der Mensch mein dritter und letzter. Toller und kürzer kann man das gar nicht ausdrücken. Erst hat er Theologie studiert in Heidelberg. Danach, er hat sich von der Theologie abgewandt, Philosophie. Der Theologe mutiert zum Hegelianer. Und im dritten Bereich hat er gesagt, Hegel ist nicht, da mit seinem Geist, da hat er nichts mit am Hute, das ist den hegelischen Weltgeist. Und da ist er dann geworden Naturalist, der den Menschen in den Mittelpunkt seines Denkens gestellt hat. Die Begeisterung, die diese freigeistigen Schriften in Europa verbreitet haben, war mir überhaupt nicht präsent. Das kann man nachlesen, also eine ganz große Bewunderung, gerade auch bei den Frauen, war die Jenny von Westphal, die spätere Frau von Marx. Er war im Ausland fast noch berühmter als in Deutschland selbst. Dort ist er ja sofort mit seinen Schriften erstaunlicherweise nicht zensiert worden. Man wundert sich bis heute, aber die Kirche hat natürlich seine Werke alle auf den Index gestellt, sodass das für ihn das Ende bedeutete in seiner Karriere. Er hat nie eine Professur erhalten, schon aus seinem ersten Buch, erst recht, nämlich Gedanken über Tod und Unsterblichkeit. Darin widerlegt er den Gedanken einer vom Körper gelösten unsterblichen Seele. Ja. Das ist ja der Kern. Danach war Schluss. Da hat sein Vater ihm gesagt, Junge, du kriegst nie mehr eine Professur. Und dann erst recht 1841 Das Wesen des Christentums. An die Stelle des Jenseits rückt er das Diesseits. An die Stelle Gottes den Menschen. Und an die Stelle der Spekulation die Natur. Es war nicht nur wissenschaftlich, theologisch konsequent, sondern seine Religionskritik, die er auf deutschen Boden formuliert hat, die aber weit in Europa verbreitet wurden, sind eben Ausdruck geworden in diesem berühmten Satz, in diesem Buch, der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Wenn ich das so lese, fand ich da gar nicht so Revolutionäres bei. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, wenn die Tiefe drin sind. Aber das war natürlich absolute Blasphemie. Es hieß ja immer umgekehrt, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Und dann stellten die sich Gott vor, er dreht das um. Das heißt, es ist die völlige Abkehr von der Schöpfertheorie, vom Testament, von der Bibel. Und die Begeisterung, die er ausgelöst hat, hat mich wirklich sehr überrascht. Es war eine befreiende Wirkung. Ich muss das mal sagen, mit der befreienden Wirkung. So habe ich die Musik von Adela erfunden. Diese befreiende Wirkung, die durch diesen kleinen Saal ging, aber die eben auch andere erfasst hat und an die wir uns ein bisschen orientieren sollten. Er ist unter großer Anteilnahme der Bevölkerung beerdigt worden, als er starb, ist nicht sehr reich gestorben, es wurde gesammelt, Sozialdemokraten waren aktiv mit dabei, da waren sie noch in der Minderheit und auch verfehlt. Ja, man sollte mal meinen, sie müssten, wenn sie dann unter 20% sind, auch verfehlt werden. Das ist schon sehr traurig, aber ich komme ja nur aus dem Rheinland, da ist das Glas immer halb voll und sie halt leer, deswegen sage ich, das wird sich auch ändern, spätestens nachdem die Grünen, zu meiner Überraschung, ein ziemlich dolles Papier, nicht so toll wie das FDP-Kekloppier, aber gemacht haben zu diesem Thema mit wirklich guten Forderungen und es ihnen gelungen ist, eine Bundesarbeitsgemeinschaft der Säkulare bei den Grünen durchzusetzen, haben die Laizisten in der SPD dieses auch nochmal beschlossen, ja auch von ihrem Bundestreffen in Hamburg. Ich bin da nicht mehr aktiv dabei, weil ich es nicht schaffe. Ich bin nämlich hauptamtlich im Moment Oma, weil der kleine Enkel noch nicht sich eingewöhnt hat in die Tagesmutter. Da muss ich also immer hinrasen und den abholen, wenn ihm das da nicht mehr gefällt. Deswegen mache ich das nur nebenbei, aber ich verfolge natürlich das Ganze bei E-Mails.
Und ich bin der Ansicht, die SPD-Laizisten werden das nochmal versuchen. Und die Chance nach den Grünen ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich glaube, dass einer der Fehler war, für den ich mitverantwortlich war, dass wir das Laizisten genannt haben. Nun gut, hatte die SPD hatte natürlich eine Ausrede. Laizisten, das wäre ja wie in Frankreich. Das wäre ja ganz furchtbar. Wieso sagt die leben da wunderbar mit? Also gar nicht. Insbesondere die nahe an der Grenze wohnen, die kriegen das mit, dass das nicht so furchtbar ist. Aber das gab eben die Chance zu sagen, das wollen wir gar nicht. Ich glaube, wenn wir antreten, nochmal unter säkulare Humanisten oder so, dass es uns eigentlich gelingen müsste, vielleicht wird die SPD sagen, aber bitte erst nach der Bundestagswahl, aber dann werden wir das auch noch gewinnen. Ich möchte abschließend 5 Anmerkungen, ganz persönliche Anmerkungen machen, die für mich auch persönlich, aber nicht nur für mich, aus dieser Lektüre sehr intensiven über, das heißt für mich noch intensiven, ihr macht mich natürlich viel mehr darüber, aus der Lektüre über Feuerbach mir bekommen wird. Die erste Anmerkung ist die, wir sollten uns immer dankbar und mit Respekt erinnern an die, die vor uns solche Dinge erreicht haben. Das gilt für die Politik natürlich. Wir bauen auf denen, die zum Beispiel dieses gemacht haben wie Feuerbach, das vertreten haben, die 1919 in die Weimarer Verfassung das reingeschrieben haben, die danach dafür gekämpft haben, die das oft unter Gefahr für ihre bürgerliche Existenz gemacht haben. Immerhin, Feuerbach wurde nie Professor. Oder auch Deschner, der diese berühmten Bände geschrieben hat. Und nur weil es Stifter gab, wie zum Beispiel Herbert Steffen, konnte der einigermaßen seine bürgerliche Existenz retten und finanziell über die Runden kommen. Wir, auch wir, haben das jeder auf seine Art mal ein bisschen mitbekommen. Das war dann nicht so schlimm, aber auch nicht ohne. Ich habe das öffentlich, glaube ich, noch nie gesagt, weil es immer Münster war. Ich hatte, ja sag ich mal so, ihr seid einfach so glänzende Zeugnisse als Juristin. Das war klar, ich werde Verwaltungsrichterin in Münster. Ich hatte das zweite Staatsexamen auch gar nicht. Es war aber klar. Und kurz bevor der Tag soweit ist, ruft mich der Chef des Oberverwaltungsgerichtes an. Der Präsident, der haben die Personalhoheit auch über die Verwaltungsrechte. Ich sollte mal bitte zu ihm kommen. Ja, komme ich dahin. Er sagt, ja, passen Sie mal auf. Ich bräuchte in meinem 5. Senat übrigens, der ist in Personalunion, der Präsident des Verfassungsgerichtshofes von Nordrhein-Westfalen. Der sagte, ich bräuchte jemand in meinem 5. Senat beim OVG. Schulrecht ist nicht kodifiziert, da wird so entweder Leute rausgeschmissen und so was ich. Und Klassen, das muss irgendwie juristisch kodifiziert werden. Können Sie sich vorstellen, ein Jahr in meinen Senat zu kommen und dann dazu zu arbeiten und mir im Senat zuzuarbeiten? Das fand ich ganz interessant, das habe ich dann auch gemacht. Nach dem Jahr werde ich dann Richterin. Ich sitze vor dem Präsidenten des Verwaltungsgerichts, ein alter Herr, freundlich und so. Ne? Und dann sagt er zu mir, ja, ich hoffe, dass damit unsere, weiß das Wort nicht, Disput hat er aber sicher nicht gemacht, oder diese Angelegenheit zwischen uns erledigt ist. Dann sage ich, Herr Präsident, was meinen Sie? Er sagte, wissen Sie denn nicht? Ich sage, was meinen Sie denn? Ja, dann möchte ich das nicht vertiefen. Jetzt sage ich, wissen Sie, was hier los ist. Da sagt er mir, und sonst kriege ich das Papier in die Hand, was mittlerweile in meiner Personalakte war. Die Referendarin Matthäus Meyer war die beste Referendarin, die das Verwaltungsgericht in Münster hatte. Auch von daher ist es völlig gerechtfertigt, dass sie Verwaltungsrichterin werden soll. Das ist ja so vorgesehen. Ich bitte aber darum, als Präsident des Verwaltungsgerichtes in Münster, dass sie das nicht in Münster wird, weil die Bevölkerung könnte irritiert sein, wenn sie die Richterin Matthäus Meyer in Kenntnis ihres Eintretens für das FDP-Kirchenpapier in der Robe sehen. Und nur, jetzt muss ich das einfach mal so sagen, das muss ja nicht zitieren, dass da oben in der Linksatz nicht ein solches Schwein gesessen hat, wie dieser Direktor des Präsidenten des Verwaltungsgerichtes, hat dazu geführt, dass ich in Münster Richterin wurde. Nun war das für mich nicht existenziell bedrohend, wenn ich nach Gelsenkirchen oder Düsseldorf oder Köln gegangen wäre, aber trotzdem, man sieht, wie das aussehen kann und wie es eben auch verhindert werden kann, wenn in der anderen Instanz jemand saß, der offensichtlich was von der Trennung von Kirche und Staat geht. Hat natürlich gar nichts zu tun mit denen, die das unter persönlichen, schwersten Opfern machen, etwa wie Badawi, Ralf Badawi, der Blocker in Saudi-Arabien, der bis heute eingekerkert ist, der Deschner-Preis ist in diesem
Jahr an ihn und seine Frau gegangen. Das heißt, es gibt Teile der Welt, noch die überwiegenden, wo das Bekenntnis, dass man selber Atheist ist und dass man für Religionsfreiheit ist, ein Land und Leben kosten kann. Und deswegen sind wir trotz aller Probleme in dieser Frage doch noch relativ gut drauf. Was meine ich? Also erste Anmerkung, sich erinnern an die, auf die wir bauen, auch ohne die wir das alles nicht machen könnten. Zweitens, das Ganze hat mir nochmal gezeigt, auch die Reaktion der Kirchen auf Feuerbach. Die Kirchen haben noch nie auf etwas freiwillig verzichtet. Auf Geld schon mal überhaupt nicht, auf Kirchen auch nicht, aber auch nicht auf Gedankenfreiheit, auf Leute, die etwas ganz anderes denken wie Feuerbach. Sie haben, sobald sie konnten, ihn auf den Index gesetzt, haben ihn verfehlt, mit dafür gesorgt, dass er den Job nicht kriegte. Das heißt, diese, oder nehmen Sie als Beispiel, das konnte ich alles nachdenken, das wusste ich nicht, und daran merkt man, dass ich so nördlich bin, ich habe mich richtig geschämt beim Gerhard. Ich sage, Gerhard, mein Zug kommt dann und dann an, da möchte ich gerne auf den, auf den Friedhof bei euch in Nürnberg gehen, oder dann weiter. Bis ich dann merkte, dass ich in Augsburg bin. Also jedenfalls in Nürnberg steht also, ich habe mir das aufgeschrieben, der Kenotaph. Nobody knows what it is. Das ist ein steinerner Graf, wo keiner drin liegt. Also, auf jeden Fall, auf dem steht also drauf dieser berühmte Satz: Der Mensch schuf Gott nach seinem Ebenbilde. Und als es darum ging, dass er ein Denkmal bekommen sollte, übrigens, es ist dann beantragt worden, das ist mein Schlusssatz interessant, von einem DDP-Bürgermeister. Also, in der Weimarer Zeit gab es ja zwei liberale Parteien, die Konservativen, sehr nationalistischen DNVP und aber die DDP, eher wie die Naumann-Partei, eher wie die aufgeschlossene FDP. Da war es also die Gruppe, die wahnsinnig betobt haben, dass dieses da aufgestellt wurde. Und die haben das auch dann bis nach in den 50er Jahren, als es darum ging, sowas erneut einzurichten, da ist sogar eine Verfassungsbeschwerde erhoben worden. Die war allerdings nicht erfolgreich. Ich konnte bisher noch nicht feststellen, obwohl meine ganze Familie Juristen sind, außer meinem Mann Mathematiker, der zählt ordentlich, dass wir nicht feststellen konnten, wer diese Verfassungsbeschwerde eingelegt hat. Das würde ich doch gerne nochmal nachlesen. Trotz aller wirklich manchmal restriktiven Denken des von Karlsruhe, die wir miterlebt haben, ist also das da gescheitert. Und das Wichtige, was da meiner Ansicht nach auch eine große Rolle spielt, ist das wäre mein dritter Punkt, waren gerade die Kirchen, jetzt komme ich zu was anderem. Ich stelle immer wieder fest, dass ich Leute treffe, die sagen, weil das die Bischöfe immer wieder wiederholen. Atheismus und das Leben ohne Gott, das ist der Grund, warum es den Bolschewismus gab und den Nationalsozialismus. Beides ist atheistische Bewegung. Das ist eine komplette Lüge, eine komplette Geschichtsverdrehung. Beim Bolschewismus ist das unzutreffend, aber nicht beim Nationalsozialismus. Dies ist eine Verdrehung der Tatsachen, das war ein durchaus christlicher Staat, ist nicht nur von Seiten der Kirchen, die sehr unterwürfig, nicht alle Einzelpriester, das weiß ich, muss man dazu sagen, gab immer wieder Einzel. Übrigens der berühmte Graf von Galen, der hat das auch nur gesagt, als es um seine Funde und die Behinderten gibt, was schon mal was war, aber ansonsten hat er alles mitgemacht und alles unterschrieben. Ne? Aber, was will ich damit sagen, es war ein christlicher Staat und die Nationalsozialisten haben, Hitler hat sie aufgefordert, in der Kirche zu sein und dort aktiv zu sein, dass sie fühlten sich als christliche Bewegung, und das sieht man nicht nur daran, dass sie 1933 sofort mit den Kirchen Arm in Arm dieses Denkmal zerstört haben, das musste sofort weg. Das passt übrigens zu was anderem, was ich da auch gelesen habe. Ich glaube, Michael, du hast es mal gesagt. Auch gleich in den drei Jahren 1933 wurden, das habe ich hier mal aufgeschrieben, wurden die Freigeistigen. Die Freigeistigen wurden verboten und ihre Freidenkerverbände, ihre Büro in Berlin wurde enteignet und zur Reichszentrale zur Bekämpfung der Gottlosigkeit umgearbeitet. Das heißt, die Nationalsozialisten haben die Freigeistigen enteignet und darauf das gemacht. Oder aber, ich bin gebeten worden zu dem neuesten Buch von Conny Neumann über die, wie heißt es? Ja, die Jugendfeier, was zu schreiben, da habe ich einen Artikel geschrieben, gegen den Staat. Da habe ich gefunden, was mir auch nicht klar war, die haben auch sofort die Jugendfeier verboten. Nun
meine Familie und ich, wir brauchen solche Dinge nicht. Wir machen keine Jugendweihe. Aber ich finde, wenn man wirklich einen Ritus braucht, es gibt ja welche, die möchten das gerne, ist ja natürlich die Jugendweihe besser als die Konfirmation. Das heißt, für alles Beispiele, so die Nationale zumindest Arm in Arm mit den Kirchen, die Freidenker verfolgt haben. Vierte Bemerkung. Feuerbach widerlegt auch eine andere Behauptung, nämlich ohne Gott keine Ethik. Das hast du sehr schön beschrieben, deswegen kann ich es ganz kurz machen. Seine Ethik ist eine erfrischend humanistische, menschliche. Du hast es hier so schön. Willst du Gutes tun, dann tu es für den Menschen, die das geschenkt. Vielen herzlichen Dank. Aber die, insbesondere Kirchenvertreter behaupten das immer wieder. Und dies ist natürlich aberwitzig. Nicht nur, wenn man nachliest, was zum Beispiel jemand in Feuerbach an dieser Ethik beschreibt, mit dem Mitmenschen, Barmherzigkeit und, sondern weil es den Kirchen doch gelingt, bei, selbst bei Menschen, die nicht in der Kirche sind, so eine Sorge zu erregen, was bringe ich in meinen Kindern bei? Ich will ein Beispiel nennen. Bei uns in der Brandikas, war mein Wahlkreis, hatte die Moschee den Tag der offenen Tür, da war auch ein Imam. Er war ein relativ liberaler und so nicht mit Bunker und alles und so weiter. Und dann sagte ich, ja, wenn man nun gar nichts ist in der Kirche, ja, das wäre nun leider ganz super schlimm. Ja? Also das geht ja in die Hölle und die Hölle hört auch nicht auf, die dauert dann auch ewig. Also, sag ich mal, könnte fünf Tage ist da jedenfalls wärmer als wohl. Also jedenfalls, wir kommen raus und da fragt mich, und das hat mich wirklich erschüttert. Da fragt mich, als wir dann rausgehen, ein lang gedienter Sozialdemokrat, der mindestens 3 Wahlkämpfe für mich gemacht hat in der Vergangenheit. Da sagt er, ja du hör mal, da habe ich deine Frage nicht ganz verstanden. Trennerkirche Tal ist ja gut, aber was für Werte bringst du denn deinen Kindern bei, wenn du nicht die Religion hast? Ich war so platt, aber das gelingt ihnen, das doch in die Köpfe zu kriegen. Und da habe ich gesagt, hatte ich nicht dabei, aber habe ich immer dabei, das ist ein kleines Grundgesetz, das hat uns der Kurzschule geschenkt. Das ist zum Beispiel sind die Grundrechte unserer Verfassung. Und das allererste ist das Tausendste. Man kennt immer nur einen Teil. Die Würde des Menschen unantastbar. Das war unser wichtigstes Argument bei der Sterbehilfedebatte. Ist ein schwerer Verstoß gegen diesen Satz, dass sich die Politik anmaßt, Menschen, die sterben wollen, mit dem Strafrecht zu bestrafen, beziehungsweise deren Arzt, wenn sie fallen. Sie die Würde zu schützen und zu achten, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Zweitens, Absatz 2. Das deutsche Volk bekennt sich darum, ich sage das auch deswegen, weil vorne heißt ja, der Präambel in Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Das attackiere ich nicht weiter, das war die Denke damals, das ist eine Präambel. Aber hier steht, wozu man sich bekennt, das ist das Entscheidende. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Das war mir auch, man muss immer mal wieder reingucken, dass da schon in Artikel 1 die Gerechtigkeit in der Welt steht. Und dann dritter Satz, der ist ja beim Juristen, die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Das, was die Aufklärung uns gebracht hat, was die Französische Revolution uns gebracht hat, was auch die Amerikaner uns gebracht haben, all dieses, das sind für mich die Werte Europäische Menschenrechtskonvention. Der Vatikan weiß wohl, warum er außer mit Weißrussland diese Menschenrechtskonvention in Europa nicht unterschrieben hat, weil er natürlich Frauen benachteiligt und Homosexuelle, deswegen kann er das gar nicht unterschreiben. Dieses sind für mich die Werte, die ich meinen Kindern vermittle. Wir müssen aufpassen, dass uns dieses, dass die Kirche meint, nur sie könnten das mit Religion, dass uns das nicht weggenommen wird, das können wir. Und mit der Ethik, auch der, jetzt sage ich mal, fröhlichen Ethik, ist ein bisschen unpassend. Aber mir fällt das ein, jedenfalls keine weinerliche, sondern eine nach vorne gerichtete Ethik. Positive Ethik. Ja. Und dass es mittlerweile kluge Leute gibt, die das auch so formulieren, das habe ich da auch nachgelesen. Bei mir stand in der Zeitung, der Ringa, der Rangi Yogesh, den sehen wir ja ab und zu im Fernsehen, ist ja nicht ohne. Der hat gesagt, ich brauche keine Religion, um ein passabler Mensch zu sein. Es gibt ja viele, die sagen, wenn es keine Religion mehr gibt, dann verfallen die Werte. Zu denen gehöre ich nicht. Eine Gesellschaft kann sich auch aus dem Denken heraus Werte geben.
fand ich ganz gut formuliert. Und noch viel schöner, muss ich zugeben, finde ich so. In dem Büchlein zitiert er die Meryl Streep. Die kennt ihr auch, ne? Also ich gucke das gerne mal so Filme, ne? Und die sagt dann, die hat ja eine tolle Rolle gespielt bei dem Film über die Suffragetten in England, die positiven. Also, die hat in der Frankfurter Allgemeinen gesagt, in 2009, ich kann durchaus nachvollziehen, dass Glaubensgrundsätze vielen Leuten Sicherheit und Trost geben. Aber Religionen waren mir stets suspekt, weil sie gewissermaßen Mauern errichten, die uns voneinander trennen. Und ich verwahre mich vehement gegen den lächerlichen Vorwurf, man könne seinen Kindern die entscheidenden Grundwerte und den Sinn des Lebens nicht vermitteln, wenn man nicht Mitglied einer Kirche, eines Tempels, einer Synagoge oder eines Ashrams wäre. Besser kann man es nicht ausdrücken. Und damit zum fünften und letzten Punkt. Was ich auch nochmal mitgenommen habe aus der Lektüre, auch heute Abend, muss ich ganz ehrlich sagen, auch dem Gesang von Attila, das habe ich schon verstanden, mit dem spanischen Bürgerkrieg. Die Tage lief, wem die Stunde schlecht. War ein toller Film. Ein bisschen altmodische Amerikaner, To Whom the Bell Rings, ne? Im spanischen Bürgerkrieg. Das Vermächtnis, dass man kämpfen muss. Er hat gekämpft. Er hat gekämpft mit seinen Schriften, mit seinen Reden, indem er einfachen Leuten an der Uni Heidelberg theologischen Unterricht, theologisch-philosophisch über das Ganze gegeben hat. Er hat dafür gesorgt, dass die Tausende dann an seinem Grab standen und begeistert waren und traurig, dass er gestorben ist. Und bei diesen Kämpfen muss es bleiben. Wir haben eine Menge erreicht. Vor 10, 15 Jahren hatte man nicht erwartet, gut, da haben auch schwere Rückschläge erlitten. Etwa die Strafbarkeit der § 217 StGB oder aber dieses entsetzliche Urteil vom Bundesverfassungsgericht über den geschiedenen Oberarzten da in Düsseldorf. Und kann man nur hoffen, da hoffe ich allerdings wirklich auf den Europäischen Gerichtshof. Muss die Vera mutig sein, die da. Weißt du noch, Vera, wie wir im Europäischen Parlament gesessen haben, eine niederländische Abgeordnete, Europaabgeordnete, hatte uns eingeladen und hat gesagt, sie hätte gelesen, was da so stattfindet im kirchlichen Arbeitsrecht. Ob wir dir das mal erzählen könnten. Das haben wir erzählt, die waren hell entsetzt. Es ist leider noch nichts draus geworden. Aber immerhin, das bricht sich rum, es setzt sich bei den Leuten fest. Wir konnten das kirchliche Arbeitsrecht darstellen, was es soll. Übrigens, es gibt auch fast keine Anzeigen mehr in der Zeitung. Nun gut, sie machen das dann hinten rum, die fragen dann mündlich. Aber ich lese sie immer mal wieder durch, das was da immer stand. Man verlangt oder erwartet die Übereinstimmung mit den katholischen Lehrern und so, findet man nicht mehr, weil sie das nicht mehr dürfen. Wir haben instmal einen Besuch gehabt bei Voskuhle, also beim Obersten Deutschen Gericht. Wir haben zwar gerade eine Woche vorher sozusagen als Schuss vor den Bug dieses Urteil uns vor die Nase gehalten, aber immerhin, so ganz klein Stück für Stück tut sich was. Es gibt einen Punkt, der mich skeptisch macht und auch ein bisschen, ja, also dieses halbvolle Glas, wo ich nicht weiß, ob das dann doch umkippt in halb leer. Das ist, was im Moment stattfindet mit den Muslimen. Dass insbesondere die Politiker, aber auch die beiden großen Kirchen ganz eifrig sagen, die brauchen eine eigene Wohlfahrtsorganisation und das und das und das und einen eigenen Religionsunterricht. Wie furchtbar, da hat die Meryl Streep doch recht. Mauern werden errichtet, wenn die Kinder zusammen mal hören würden. Ich kann vom Glück sagen, dass DITIB in Nordrhein-Westfalen mit einer Karikatur in ihrer Zeitschrift, wo sie den Selbstmordattentat verherrlichen, praktisch sich rausgeschleudert hat aus der Mitarbeit bei der Frau Löhrmann. Frau Löhrmann und auch leider Hannelore Kraft, das ist ja schwer in ihre Köpfe zu kriegen, ne? Die sind ja da ganz besonders dafür. Gott sei Dank ist DITIB auf diese Weise rausgefallen. Selten sagen sie das ja so offen. Das heißt aber, insbesondere die beiden großen Kirchen unterstützen das so Arm in Arm, um dann zu dritt eine Phalanx zu bilden, die es uns schwerer macht, dagegen anzukommen. Ich will nicht verhehlen, zusammen mit der Tatsache, dass viele, die hierher kommen, von unseren Grundwerten keine Ahnung haben, das macht mich nervös und das ist ein kleiner Wermutstropfen, wie man das
wie wir das wohl hinkriegen, denn in Zukunft, die Zahlen sind ja unglaublich, die Gerd Trump hier genannt hat, wie die Zahlen zurückgehen. Aber da ich selber mit einem Mann und einer Frau und beiden Kindern und deren Kinder, die alle nicht getauft sind, zu diesen Zahlen beitrage, und dann kommt ja im April schon wieder ein Baby, das werden wir sicher auch nicht taufen. Also kann man ja noch. Deswegen, ein letztes Rundfunkrat ist eine gute Sache, aber ich muss auch da bitten, dass man nicht zu viel von mir erwartet. Da sind 60 Leute sitzen. Da wird es sicher quer mit dem Schwulen- und Lesbenverband, Verdi ist vertreten, kirchliches Arbeitsrecht, aber trotzdem so zu hoffen, das würde sich alles ändern. Man muss sich auch ein bisschen klar machen, auch die Verkündigung, ich weiß, Gerd, du bist da sehr engagiert, die Verkündigungssendungen, die natürlich ein Ärgernis sind, nur, die sind natürlich nicht mehr so, wie wir die vor 40 Jahren hatten. Ich höre jetzt manchmal diese Verkündigungssender, das ist ja so schön Lehrer. Ich war auf Klassenfahrt. Da haben sich zwei gezankt, und dann hieß der vor, das war sogar positiv so, ne? Konnte mir das anhören, vorm Schwimmen gehen, hätte sie zusammengerufen und dann hätten sie sich entschuldigen müssen, was weiß ich, und wie er das gut geregelt hat. Und dann kam nur am Schluss, da bin ich noch nicht so firm, ich glaube, er hat gesagt, das Ganze steht in Lukas 17 oder so. Sonst war da nichts mit Kirche. Ne? Das ist ein bisschen das Problem, dass die Leute dann sagen, was habt ihr denn dagegen, wenn die sowas machen. Also von daher müssen wir mal gucken, wie wir das gemeinsam nehmen. Also, kämpfen, das ist das Vermächtnis von Feuerbach, das werden wir auch weiter tun, denn wer kämpft, kann verlieren. Den Spruch habe ich in der Politik oft gesagt. Wer nicht kämpft, hat aber schon verloren. Wer kämpft, kann aber auch gewinnen. Und am Schluss noch was ganz Persönliches. Ich war natürlich sehr bausel, sagt man im Rheinland, also gut zufrieden. Es gibt eine Dissertation von einem Alfred Gröner. Der schreibt, in der Politik hast du schon genannt, er war dann hier dort tätig bei der neu gegründeten Arbeiterpartei. Der fasst zusammen, fasst man Feuerbachs grundsätzliches politisches Denken zusammen, muss man ihn einen linksliberalen Demokraten nennen. Der und dann kommt das an. Und da ich damals schon eine Sozialliberale war und dann eine liberale Sozialdemokratin, gefällt mir das natürlich ganz besonders gut. Und deswegen möchte ich damit enden. Es gibt immer Leute, die fragen, warum bist du denn, warum ist dein Mann erst in die FDP gegangen? Wir wollten, dass 100 Jahre nachdem die eine Richtung, das aufgeklärte Bürgertum und das aufgeklärte Arbeiterschaft auf der gleichen Seite der Barrikaden gestanden haben, dass die irgendwann politisch zusammenfinden. Und dazu brauchte man eine FDP mit einem starken, linksliberalen Teil. Ich darf daran erinnern, ohne das wäre Willi nicht gewählt worden. Deswegen weiß ich dieses Datum so gut. 21. September 69. Und ohne das wäre das so nicht gewesen, weil manche in der SPD dann sagten, warum bist du nicht gleich gekommen, dann hätten wir das nicht geschafft. Und ich darf vielleicht sagen, weil ich oft Willy Brandt zitiere, es war eben auch Walter Scheel, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wenn Walter Scheel nicht in der Nacht gesagt hätte, wir machen das so, dann wäre es anders gelaufen. Also vielen Dank für diesen wunderbaren Preis, vielen Dank für diese Anerkennung, vielen Dank für die wunderbare Plakette. Und wenn noch was diskutieren, ich weiß nicht, ob du das vorhast oder Fragen oder sonst was willst, gerne. Du hast das Thema wunderbar.